Es war einmal vor langer Zeit, in einem weit entfernten Königreich namens Brüssel, da kam inmitten eines als EU-Vollversammlung bezeichneten intergalaktischen Langweiler-Webbettel die immer gleiche alte Frage auf. Ich frage mich, was es heute zu essen gibt. Die ungeschminkte Gesichtsbaracke aus dem Großgermanischen Kaiserreich erklärt ihre Entscheidung für alternativlos. Hackbraten, leckeren Hackbraten bei McDonald's. Ich mag den Geruch sehr, wenn die kleinen Hackbraten auf dem Rost liegen und wie die dann zischen. Das hat mich sehr angesprochen. Doch ihr handtückischer Verbündeter vom Clan der zweiköpfigen blutigen Hochschnecken machte ihr mit einem berühmten Sokrates-Zitat einen Strich durch die Rechnung. Lass mich doch mal in Ruhe. Also hast du doch was gegen Hackbraten? Nein, ich hab nichts gegen Hackbraten. Ich hab auch nichts gegen Katzen. Ich hab auch nichts gegen Katzen, Hackbraten. Nur ich will deinen scheiß verfickten Hackbraten nicht. Verstehst du? Auch wenn du den leckersten Hackbraten der ganzen Welt machst. Ich will deinen scheiß Hackbraten nicht. Frau Merkel rannte schmollend aus dem Konferenzsaal, verwöhnt und geschmäht von den anderen Langweilern, und versuchte sich unter Einfluss von Bonbons und Schokoriegeln die Situation schön zu reden. Er sagte, der Hackbraten ist lecker, aber er war schon mal lecker. Sie macht eine Gruppentherapie. Leckeren, sehr leckeren Hackbraten, Dr. Sackmann. Hiermit grüße ich meinen Dr. Sackmann.